ein toller Augenblick, wenn die Sonne aufgeht oder wenn die untergeht. Hm? All diese Farben, unglaublich. Was für ein Spektakel manchmal. Und jetzt haben wir das Auto schon beladen. Jetzt regnet es ein bisschen, macht aber nichts. Ich nehme euch jetzt mit zu dem zweiten Teil. 50 Jahre alte Wohnung wird kernsaniert. Was da alles passiert ist, nachdem wir die Baustelle verlassen haben und wie das jetzt ausschaut, zeigen wir euch jetzt. Ich wünsche euch dabei eine wirklich tolle Unterhaltung und wie immer für jeden was zu mitnehmen. Und ich würde sagen, lasst uns losfahren. Das sind jetzt alles Sachen, was wir hochtragen müssen. Und da kommen wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen dazu. Erstmal schauen, was wir brauchen und dann holen wir den Rest. 73, 74, 75, 77 Stufen. Aber der erste Blick, boah, sieht das super aus. Wahnsinn. So toll. So, jetzt machen wir erstmal einen Rundumblick, wie es da ausschaut. Die alten Balken sind offen geblieben, da kommen tolle Lampen rein, unsere Heizkörper an der Stelle. So schön. Hier im Flurbereich, da machen wir uns jetzt breit. Da haben wir erstmal das ganze Material abgestellt und das Werkzeug. Und das ist jetzt der Eingangsbereich. Zum Bad kommen wir noch. So, das sieht einfach so mega toll aus. Ja. Licht durchflutet, ganz hell. Das Alte mit dem Neuen kombiniert. Also noch schöner geht es ja fast gar nicht mehr. Das Zimmer, in dem wir unsere Pläne geschmiedet hatten und das Werkzeug am Anfang drin hatten. Guckt euch das an. Das ist jetzt Handwerk, ja? Aus alten Sachen sich Gedanken machen, wie kannst du neue Sachen konzipieren und bauen. Und dann kommen solche Sachen dabei rum. Unglaublich toll. So, das kleine, das Mittelzimmer. Da sind auch die Balken oben an der Decke frei. Jede Ecke, jede Nische sieht einfach toll aus, super zum Angucken. Ja. Ja. Das Einzige ist halt für uns immer das ganze Material und das Werkzeug nach oben schleppen. Oben ist es auch frei, ja. Da habe ich jetzt aber keine Leiter, dass ich nach oben mal filmen kann. Und hier im Wohnbereich sind auch die Balken offen, sind behandelt worden. Es kriegt eine ganz eigene Optik und es sieht einfach mega gut aus. Ich wiederhole mich jetzt öfters, aber das ist, ne, ich bin vorhin reingekommen und ich habe gehofft, dass es so ist, aber jetzt sehe ich, dass es meine Erwartungen übertroffen hat. Und die ganze Arbeit, es hat sich sowas von dermaßen gelohnt. Da werden noch da kommt ja eine Küchenzeile hin, das heißt die Heizungsleitungen verschwinden hinter der Küche. Und da kommt auch die Küchenzeile rein. So, und so sieht es dann hier in der Küche aus. Auch in der Küche haben wir die offenen Balken, das Licht kommt rein. Demnächst kommt dann eine Küche rein, da sind wir aber nicht mit dabei. Wir machen jetzt nur die Eckventile, Kombi-Eckventile hin, bei den Heizkörper überall die Rosetten dran, packen die Heizkörper aus, dass es dann noch schicker ausschaut. So. Bei der Duschwanne setzen war ich nicht dabei, das hat ein Kollege von mir gemacht, dass da matt ist. Und so haben wir jetzt 1 Meter auf 1 Meter Duschbereich. Und da kommt dann auf die linke Seite das Waschbecken hin. Und dann ein tolles WC.
Und dahinter verbirgt sich unsere ganze Technik. Absperrung, Spülmöglichkeiten, kommt ein Wärmemengenzähler rein. Dann schließen wir jetzt gleich alles an, packen die Heizkappe aus, füllen die ganzen, gucken auf Funktion und Dichtheit, füllen von unten nochmal die Anlage nach und machen die komplette Fertigmontage. Es kommen dann noch so Pendeltüren rein, das sind so wie Cowboy-Türen, Pendeltüren. Ja, die kannst du sowohl nach innen als auch nach außen aufmachen und dann wird der Duschbereich creme de la creme ausschauen. Und jetzt sortieren wir erstmal unsere Sachen, damit wir das bauen können, was wir bauen wollen. Jetzt haben wir alles ausgepackt, so wie wir es immer bei der Fertigmontage machen. Ja, wir gehen durch und diskutieren ein bisschen, was brauchen wir alles, bereiten das Ganze vor. Da wird alles auf einmal ausgepackt, was wir tatsächlich verbauen. Und jetzt haben wir eine Übersicht von den ganzen Bauteilen. Die müssen alle weg sein, das Werkzeug dann wieder in der Kiste und dann haben wir das geschafft. Als erstes fangen wir an bei den Wärmemengenzählern und bei den Wasserzählern. Ne? Da saugen wir das Wasser ein bisschen weg, weil das noch der Rest drin steht. Dann wird die Wärmemengenzähler und die Wasserzähler werden eingebaut. Danach das WC, ich bereite den Heizkörper vor und bereite die Sachen vor fürs Waschbecken. Dann macht der Sebastian WC-Waschbecken und ich mache viele andere Kleinigkeiten. Und dann zum Schluss die Duschwannenarmatur. Wenn das erledigt wird, splitten wir uns dann auf, indem wir die Heizkörper auspacken, alle hinhängen, anschließen. Sebastian geht dann runter, füllt die Anlage nach und ich werde dann Heizkörper für Heizkörper in Betrieb nehmen. So, das ist der Stand. Ja, und jetzt haben wir irgendwie 9.30 Uhr vorbei. Das heißt, bis zum Mittag wollen wir circa die Fertigmontage fertig machen, dann ganz normal essen und danach die Anlage füllen und die Räumlichkeiten in Betrieb nehmen, beziehungsweise jeden Heizkörper in Betrieb nehmen. Und ja, ich würde sagen, lass uns starten. Ab geht's! Alle Aufgaben erledigt. Jetzt geht es darum, Heizkörper in Betrieb zu nehmen und zu entlüften. Die Anlage ist jetzt gefüllt. Wir haben alle jeden einzelnen Heizkörper entlüftet. Ich kriege immer wieder Fragen, Wärmemengenzähler, wie liest man sowas ab? Roter Knopf und normalerweise haben die meisten immer nur ein oder zwei Knöpfe. Drückst du drauf und dann siehst du am Anfang Kubikmeter pro Stunde, was heute zum Beispiel durchgelaufen ist. Die nächste Zahl ist dann, da blinkt alles und dann gibt es nochmal Kilowattstunde im Gesamtverbrauch. Wie kommst du ins Untermenü, dass du vielleicht sehen kannst, hast du Durchfluss, kommt hier alles an, du drückst mehrere Sekunden da drauf, dann kommst du ins Untermenü, dann ist das erste 0 Kilowattstunden und dann siehst du Durchfluss, den tatsächlichen Durchfluss in Kubikmeter pro Stunde. Das ist für einen interessant und wichtig, so, Kubikmeter pro Stunde. Jetzt anhand von den Daten sehe ich, jetzt laufen hier 420 Liter pro Stunde momentan durch. Dann weiß ich genau, aha, zumindest der Hälfte oder drei Viertel der Heizkörper kriegt die Energie, damit die Wohnung erwärmt wird. Und der wird jetzt nach und nach steigen. Ja, wenn du zum Beispiel keinen einzigen Heizkörper entlüftet hast und ist überall Luft im System drin, dann steht hier Kubikmeter pro Stunde meistens 0 oder vielleicht nur 10 Liter. Im Schnitt brauchst du in der Wohnung, wenn du 4-5 Heizkörper hast, zwischen 400 oder zwischen 300 und 500 bis 600 Kubikmeter pro Stunde Durchfluss.
Ja, anhand von dem kannst du dich ein bisschen dran orientieren. Steht Kubikmeter pro Stunde, dann der tatsächliche Kilowattstunde Verbrauch und dann gibt es noch Vorlauf, Rücklauftemperaturen und so weiter. Alles, was für uns als Fachleute, damit wir überschlägige Werte kontrollieren können, wichtig ist. So, jetzt weiß ich genau, die Energie kommt hier an. Ich gehe aus dem Menü raus. Die Zuleitung ist offen. Die Gardena-Übergänge werde ich da lassen, aber ich schraube sie ab, lege sie zur Seite und mache die KFE-Hähne zu, damit, naja, ihr wisst ja selbst, ja. Wenn der Gardena-Übergang drauf bleibt und du hättest die Möglichkeit zuzumachen, ist immer besser zuzumachen. So, jetzt räumen wir noch ein paar Sachen weg, bevor wir gehen. Ist das cool. Schade, dass bei den Regisplatten, ja, wenn das so passgenau ist und das dann gestrichen, das blättert ein bisschen ab. Aber ansonsten schon wirklich ein richtig tolles System. Reinklipsen ist fertig. Kommt dann vielleicht ein Bild, so hätte ich es zu Hause gemacht, hätte ich ein Bild hingehängt, eins von mir. Und dann ist das wirklich eine mega tolle Sache. Was für eine tolle Bewohnung das geworden ist. Also einfach unglaublich, wenn man den ersten Augenblick, wir waren vor ein paar Monaten hier, sind wir mit dem Julian hochgekommen und dann haben die Trockenbauer gerade in dem Moment mit so einem Gerätschaften mit der Tigersäge und mit so einem Nageleisen haben sie die Decke runtergerissen. Und das war alles hier verstaubt und dreckig und du hast überhaupt nicht hinter dieser Fassade, hast du gar nicht gesehen, was daraus werden kann. Ja? Aber jetzt, nachdem unglaublich viele Handwerker ihr Bestes gegeben haben, angefangen vom Dachdecker, Schreiner, Zimmermann, Maler, Trockenbauer, Fliesenleger, wir als Heizungsbauer, und natürlich auch das Architekturbüro, ja. Nachdem alle an einem Strang gezogen haben, ist das ja daraus geworden. Einfach unglaublich, was für eine schöne Wohnfläche und das ist halt, das ist ein Wohlfühleffekt, ja, den wir hier erzeugen und den die Menschen dann, wenn sie mieten oder einziehen, das ist meine Wohnung. Ja, und es geht immer um das Gefühl, was der Kunde dann bekommt. Und ich glaube, das wird jedem so ziemlich super gut gefallen. Wir haben jetzt die kompletten Arbeiten abgeschlossen, die Pendeltüren oder die Cowboytüren für den Duschbereich, die werden noch geliefert. Ich weiß noch nicht genau, wann die geliefert werden und ob ich das überhaupt machen werde. Also schließe ich hiermit das Projekt ab. Ich wünsche euch allen da draußen eine richtig tolle Zeit. Mein Name ist Luc van Dijk. Ciao. 2. Jetzt sind wir doch nochmal da. Weil die Duschkabine ist gekommen. Wir haben unser Werkzeug ist jetzt hier. Die Tür ist drin und das sieht jetzt noch mal schöner aus. Die Duschkabine haben wir jetzt hier vorne liegen. Packen wir jetzt aus und dann wird die montiert. Ich habe das andere Video jetzt schon soweit fertig. Das Material muss ich jetzt mit reinschneiden. Ich weiß es nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Aber die Fliesen sind hier super hart, das heißt wir werden die mit so einem Aufsatz, den man auf den Winkelschleifer drauf macht, aufsetzen und dann brauchen wir ca. 8 bis 10 Minuten pro Bohrloch und wir müssen 12 Löcher bohren. Dann reinigen wir die Wand, setzen jeweils rechts und links die Tür ein, das wird dann so eine Pendel- oder Cowboy-Tür. Dann wird die Wand gereinigt, setzen die Profile, setzen das Ganze rein und dann wird silikoniert. Ja, und dann wird es ein richtig cooles, tolles Bad. Die Pendeltür, die bleibt jetzt so und die können wir gerade nicht zumachen, weil das Silikon ganz frisch ist. Das muss jetzt 24 Stunden aushärten und dann hat man eine wirklich hochwertige Duschkabine, hochwertiges Bad und die ganze Wohnung, jetzt wo die und Abdeckung weg ist, zeige ich euch nochmal die Wohnung. Thank you.
Sogar die Ecken, die sind so schön verarbeitet und sieht einfach hochwertig aus. Ich liebe das, das kann ich euch gar nicht beschreiben.